Grüß zusammen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Ich habe gerade noch ein bisschen was vorbereitet. Hab für unsere Jäger zum Beispiel ein paar Messer hergestellt, dass die auf jeden Fall noch was zu tun haben. Und jetzt gehen wir los. Plan ist folgender für heute. Wir gehen zuerst runter nach Jeserica. Schauen uns dort alles genau an. Ich möchte sogar ziemlich genau hier an dem See hier, also hier am Fluss entlang gehen, dann hier am See und dann den Weg hier runter. Und dann gehen wir, ich meine eigentlich theoretisch müsste hier ein Weg sein, rüber nach Honica. Und wenn alles perfekt läuft, müsste man dann zurück teleportiert werden. Weil ja die Jahreszeitenwechsel ansteht. Bitte? Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch mal unsere Eisearmbrust ausgerüstet, weil es natürlich sein kann, dass uns hier allerhand Wölfe und so erwarte. Jetzt gehen wir aber erstmal hier ganz gemütlich entlang, schön durch den Wald. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Es gibt jetzt so ein kleines Abenteuer. Ja, seht, das geht schon los. Keine Pfeile. Wieso keine Pfeile? Ja, Bolzer haben wir jetzt natürlich nicht viele, gell? Das stimmt. Wir haben nicht viel Bolzer und mitgenommen. Egal. Mal durchlade hier. Das sah gerade aus wie ein Eisenspeer, der Stock. Oh, schaut mal, hier ist auch eine schöne Stelle. Hier ist auch eine schöne Stelle, da hätten wir auch bauen können. Guck mal. Krass, oder? So, ich wollte aber zu dem See da runter. Der müsste da links irgendwo sein. Dann müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich meine nämlich zu wissen, dass es hier unten Bärengab gibt. Boah, traumhaft, oder? Hier mit den Bergen im Hintergrund. Guckt euch das an, wunderschön. So, und rein theoretisch müssten wir jetzt dann da vorne auf einen Weg treffen. Hier wäre es auch richtig cool gewesen zu bauen. Ja, seht ihr, hier schon Weg. Perfekt. Aber das ist halt das Problem an dem Spiel. Dass es hier überall so schön aussieht und man sich nur schwer entscheiden kann. Wäre halt nur extrem weit weg vom Schuss hier zu bauen. So. Hier ist Jeserica, da wollen wir hin. Und so weiter hier entlang. Dahinter waren wir noch nie. Oh, hier gabelt sich der Weg. Wir nehmen mal den, der ein bisschen verwachsener aussieht. War aber wohl nur auf den ersten Blick. So. Schaut euch das an, wie weit man schauen kann. Wie toll das aussieht. Liegt hier irgendwo ein Waage? Oder irgendwas? Nö. Hier ist gar nichts. Ja, wenn wir jetzt wirklich drohe zu verhungern, müssen wir uns halt kurz ein kleines Lagerfeuerle aufbauen. Und uns kurz was durchkochen, das ist ja kein Problem. Da vorne ist ein Rehe. Jagen wollen wir jetzt allerdings nicht. Fleisch haben wir vom Schwein.
sieht aus wie eine Kiste. Nee, das ist nur ein Fels. Ja, ist nur ein Fels. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. So, hier. Boah, guckt euch das an. Guckt euch den Fluss an. Schön, oder? Und da drüben liegt tatsächlich ein Wagen am Flussufer. Echt toll. Da könnte man sogar Stein abbauen. Was gibt's hier? Kupfer, Zinn, Stein, Spitzhacke und eine Fackel. Okay, das war wohl ein Bergarbeiter, der hier verunglückt ist. Sonst ist hier... Hier, schaut euch das Ding an. Mega. Dahinter ist alles voll mit Flachs... Quatsch, mit Stroh. Das Spiel, das hat so viele schöne Flecke. Viele schöne Orte. Richtig nice. Könnte mal unterm See entlang laufen. Vielleicht liegt da irgendwo was. Besser oder so. Sieht aber nicht so aus, gell? Ein Haufen Stroh. Ja, das brauchen wir jetzt aber nicht. Müssen wir nicht mitnehmen. Das passt schon. So, dann kommen wir halt hier unten an der Fischerhütte an. Ist doch auch was Schönes. Mach mal die Ambrosch weg. Hallo. Ist alles voll mit Breitwegerich. Kann ja nicht schaden, ein paar davon mitzunehmen. Wenn sie schon so direkt vor einem liege. Hallöchen! Wir sind Strasi. Die können wir noch sammeln, genau. Eine Eisenschaufel und zwei Fischerspeere. Die Damen. Okay. Ihr könnt ja nix. Hier ist tatsächlich auch nur die Gastwirtin als... Als Händler. Hallo? Oje. Miluba, wie hängst denn du? Auf der Theke. Oh, die Eisenschaufel bringt 300. Wow. Ah, ich habe doch gebratenes Fleisch dabei. Hä? So, wo sind denn unsere ganze Same hier? Ja, komm, das verkaufen wir ihr. Zwiebelsame. Hm. Nee. Hier sind die anderen. So. 764. Perfekt. Bierflasche. Bierflasche brauchen wir jetzt keine. Was hat sie denn noch so alles? Kirschsaft, Kirschwein. Oh ja, Leute, das wird... Irgendwann werde ich mir auch sowas haben. Dankeschön. Irgendwann wird es auch unser sein. So, habt ihr Felder vielleicht noch für eine Vogelscheuche? Sieht nicht so aus, gell? Ich glaube, das war einfach nur so ein kleines Fischerdörfchen. Ah, schaut, hier steht noch eine. So. Ein Stärketrank und zwei Gift. So was ist in der Vogelscheuche direkt am Ortseingang. Das sagt auch viel über das Dörfle aus. So, dann gehen wir rüber nach Honika. Das sagt auch viel über das Dörfle aus. Stärke und Gift. So, Dille, so, Dille.
Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier den Berg hoch. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Aber irgendwie... Bandite technisch... ist echt ruhig geworden. Eigentlich ein bisschen schade. Jetzt muss man dann aufpassen, dass man nicht... in den Bär reinlaufe oder so. Oder womöglich doch in ein Bandite-Camp. Die waren zwar bis jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber auf die leichte Schulter nehmen will ich sie halt auch nicht. Wobei es ja eher nach Bärgebiet aussieht. Asi? Asi sind okay. Ist hier eine Mine? Hier wäre, glaube ich, ein guter Platz für ein richtig schönes Bergdorf. Weggabelung. Arnika Gustovia. Ja, das passt. Wir wollen hier lang. Bitte? Da vorne sind Rehe am Start. Hallo. Oh, schaut mal, da liegt ein Fass. Da liegen zwei Fässer. Kupfer und Zinnerz. Die Fässer selber sind leer, ja gut. Das Zeug ist halt rausgefallen. Hallo, Herr Hirsch. Was ist jetzt los? Hängst du da fest? Komm, lauf weg. Weg! Ah, okay, schreien uns nicht an. Entschuldigung. Ja, der wollte nur baden. Der will da stehen bleiben, der hat nämlich gar keine Angst vor uns. Richtig cool hier die Ecke. Aha, Gegenverkehr, ein anderer Wandersmann oder Wandersfrau, ist eine Rehkuh. Ganz schön was los hier. Voll viel Betrieb. So, dann sind wir hier schon am Fluss angekommen. Oh, süß hier. Mit der Quelle. Hornika da lang. Dann gehen wir auch da lang. Ist jetzt aber relativ unspektakulär, gell? Einfach nur so gemütlicher Spaziergang. Mit ein bisschen Zwischenlude und Verkaufe. Ja, es ist halt ein gemütlicher Spaziergang. Sieht auch cool aus. Hier überall mit den Steinen. Nice. Und da vorne ist schon dieses Hornika.
Aber das sind schon alles Steine, die hier runtergefallen sind, gell? Boah, sehr cool. Hallo. Hier sind der Rasimir. Hat sich das Dörfle verändert? Komm, lass uns mal an einem Lagerfeuer schauen. Ja, das ist doch der Schmied, oder? Der Jan, genau. A newcomer. Hello there. Hallo. Whatever you need, I've got it. Ja, guck mal, was er für Zeug hat. Gib mal bei ihm für die Eisenschaufel mehr. Nee, 300. Aber die können wir ihm doch eigentlich verkaufen, oder? Wie viel Geld er hat. Ist ja reich, der Typ. Ja, komm, kriegst du die Eisenschaufel. Und das Gift von euren Nachbarn. Das braucht man nämlich nicht. Have a good day. Wolle er hier niemand vergifte. So, was sitzt hier am Feuer? Eine gute Händlerin. Eine gute Jägerin. Und du, was kannst du? Oleg, du bist Jäger und Bergarbeiter. Jetzt haben wir nur leider keinen Platz, gell? Oh cool, hier Vogelscheuche gibt es ja auch. Vielleicht mal schauen, was drin ist. Eisenspitzhacke, Eisenbolzen und eine kleine Satteltasche. Ah, hier. Leonard. Gott, ist das schön. Oh, sowas brauchen wir unbedingt, Leute. Das kostet die 4.900. Uiuiui, ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Da hat jemand eine Quest. The Manfred. Ja, aber das können wir jetzt nicht machen. Die Jahreszeit ist gleich rum. Gibt dann nur minus Reputation. Oh Gott, wer bist denn du? Hallo? Editha. Ich kenne dich nicht. Wir sollten nicht miteinander reden. Schon gut, lauf weiter. Busy. Kleiner Knopf. So, gibt es hier noch eine zweite Vogelscheuche? Mal schauen. Auge offen halte. Da haben wir schon, gell? Schaut mal, so ein Korb mit Wegwarte. Ist ja auch was Tolles. So kleine Gimmicks. Haben wir noch gar keine aufgestellt, gell? Müssen wir auch mal machen. Ah ja, hier sind wir an der zweiten Vogelscheuche vorbeigelaufen. Drei Hufeisen. Können wir gleich verkaufen. Ja, Lamberta. Ach, guck mal, was sie hat. Affen, getrocknete Datteln, Feigen. Coole. Oh, wo sind unsere Hufeisen? Ach, da waren sie. 450, perfekt. Alles gut. Sehr, sehr cool. Ich fackel raus hier. Naja, Pferde sind einfach was Geniales. Aber was mir jetzt gerade ein bisschen gefehlt hat, wo sind denn die Esel? Waren die nicht hier? Waren die Esel nicht hier? Schaut mal, ist das das Lager nur 3? Oder ist das 2er? Auf jeden Fall haben die alle Steinhäusle. Scheint ein ziemlich reiches Dorf zu sein. So wie der Jan, der repräsentiert ist. Okay. Dann könnten wir...
wäre schon da ein Denika unterwegs von uns? Bestimmt eine Jägerin. Ups. Könnte mir eigentlich zurücklaufen, bevor mir zurückgeportet werde. Wie viel haben wir denn? 19.27 Uhr. Wenn wir laufen, noch zu dem See. Hier. Und lass uns mal da noch am See anschauen. Hier vielleicht so ein bisschen am Fluss entlang. Ein bisschen die Landschaft genieße. Schluck. Und aufpassen, dass man keine Wölfe und keine Bären begegnet. Aber schaut mal die Flussgabelung. Mega cool, oder? Wow, wie das Mondlicht jetzt da so durch den Wald kommt. Sieht ja mega hell aus. Geil. Einfach nur geil. Und hier am Fluss gibt es bestimmt noch was zu looten. Beziehungsweise am See. Mega. Die Stimmung. Richtig cool. Oh. Okay, das war's mit der Fackel. wir sind hier aber am See. Können wir uns keine bauen? Da vorne ist schon Banditencamp. Jesle. Durchlade. Aber das verlasse, oder? Weil hier brennt kein Feuer und nix. Kirschwein. Hafer Ale. Einfache Fackeln, perfekt. Fackel raus. Bierflasche. Brennholz ist ganz wichtig, da haben wir daheim keins mehr. Mal, was war das hier? Sicher, dass das ein Banditencamp war und kein Zeltlager von irgendwelchen Jugendlichen. Liegt ja alles voll mit Bier und Wein. Ausnüchterungstrank. Ja, den brauche ich auch. Flacher Strohhut. Cool. Machst du was schon? Ja, besser wie die Schlauchmütze. Im Sommer. So, noch irgendwas? So breitwegerig. Das Johanniskraut. Jetzt. Ein Stein. Doch, da drin liegt doch noch was. Seht das? Dicke Weinflasche. Schade, dass man das Feuer hier nicht mehr anmachen kann. Hätten wir jetzt hier nächtigen können. Aber ich glaube, das war's, oder? Das müsste es gewesen sein. So. Jetzt sieht man halt kaum noch was. Ich glaube, mit der Fackel geht's. Wo war denn jetzt der See? Die Richtung ist der See. So ein kleiner Bergsee, den würde ich mir gerne mal noch anschauen.
Oh, cool, das ist ja sogar mit einer Höhle. Kurz schnell gespeichert. Kann man da rein? Ja, guckt euch das an. Bronzespitzhacke. Salz, Eisenerz. Na komm, nimm's. Noch mehr Salz. Wie genial ist denn das? Geht noch weiter rein. Und hier hört's auf, okay. Ja, Frage. Hat was gehört? Haben wir hier irgendwas abbauen? Guck mal. Große Gürteltasche. Schon wieder Bier. 100 Münze. Eisen. Das war ein Fels, oder? Ja. War da nicht Spitzhacke? Ach nö. Nö. Da habe ich jetzt ja gar nicht drauf geachtet. Da ist noch eine Fackel. Sehr gut. Na, also, da liegt's. Ich sehe es. Bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. 6 Stein. Ich möchte doch aber hier. Da liegt doch. Geht aber nicht. Schade. Okay, dann heißt es jetzt anscheinend anders. Aus den Felsen kommen nur Steine raus. Na, wie heißt es dann? Nochmal Felsen. Zwei Kalkstein. Ich hätte gern so eine Eisenader oder sowas. Mal gesehen. Gibt's aber scheinbar keine. So, die Gürteltasche, die wir gefunden haben. Wo ist sie denn? Große Gürteltasche. Ach, die haben wir schon an. Da haben wir sogar schon eine an. Dann können wir die verkaufen. Kleine Satteltasche ist für das Pferd, oder? Ja, kann ein Reittier mehr tragen. Naja, cool. Hat sich doch gelohnt, unser kleiner Ausflug. Wie viel Uhr haben wir denn? Hä? Ah, hier, 23:05 Uhr. Okay, dann werden wir auch gleich zurückgepartet. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mit dem Bild hier machen wir Schluss. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann wieder bei uns daheim. Ein bisschen rumkuscheln. Mal schauen, vielleicht machen wir jetzt auch mal wieder eine Quest. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, außer beim Alvin kurz der Abstecher. Aber, ja, dass man ein gesunder Mischmasch drin habe. Bisschen Quest, bisschen bauen. Klappt das ganz gut. Auf jeden Fall schauen wir uns die Felder an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.